Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, und zwar Valheim. Ja, ich habe das schon mal im Stream angespielt. Ich will jetzt auch nicht so lange quatschen. Ich habe den Charakter schon erstellt, ich habe die Welt schon erstellt, denn den Seed habe ich mir tatsächlich rausgesucht. Es ist kein zufälliger Seed. Den Seed werde ich euch unten noch hinschreiben in die Kommentare, in die Beschreibung. Und dann könnt ihr euch mal, wenn ihr möchtet, dann auch dort eine Welt erstellen. Der soll nämlich alle Biome relativ nah haben, relativ leicht erreichbar haben. Und ja, wir gucken uns dann nochmal um. Es soll auf jeden Fall alles ein bisschen näher sein und der Händler soll auch nicht so weit weg sein. Das heißt, ja, wir starten mal. So, wir haben die Lagatha. Also, wer kennt, der kennt. Und das ist jetzt Kattegat. So wird unsere Stadt heißen, die wir bauen. Und ja, ich habe schon so einen kleinen Plan, wie ich alles bauen möchte. Ich werde es im Speedbuild bauen. Ich meine natürlich, den Anfang, den werden wir komplett zusammen mitnehmen. Die Hütte aufbauen und. Später werde ich zwischendurch Holz farmen und das werde ich dann einfach rausschneiden. Weil das sind so Arbeiten, ne? Ansonsten, ja, also werden wir alles Neue zusammen erleben. Ich habe schon ein bisschen was, also ich habe auf jeden Fall die beiden, also ich habe das im Stream schon mal gespielt und auf einem Server mit meinem Bruder zusammen. Und bis zum Eisen war ich schon. Und ich war schon, ja, zwei Bosse kenne ich schon. Von 5. Und es sollen ja irgendwie insgesamt dann nochmal 10 werden. So, da sind wir in der neuen Welt. Sind wir Vogel hierher getragen worden. So, okay. Also der Rabe erzählt uns ein bisschen was, worauf man hier achten soll. Ihn zum Beispiel nicht hauen. So, das ist der erste Stand und das ist der erste Boss. Und das ist der Weg, den wir hier lang geflogen sind. Übers Meer. Er erklärt uns jetzt ein bisschen was. Ich habe jetzt vergessen, das auszuschalten, das Tutorial. Weil ich bin ehrlich, ich brauche das nicht. Wir werden uns ein bisschen umschauen. Und erstmal müssen wir natürlich einiges sammeln, nicht? Bam. Ein bisschen trainieren, den Kampf. Denn hier kann man alles. Also das ist zum Beispiel, was ich richtig geil finde. Man kann halt wirklich alles skillen. Auch dieses Rumgerenne. Hier kann man nochmal nachschauen, welche, ja, die ganzen, das Kompendium. Ich glaube, das sagt alles. Dann sind hier die Skills. Es sind noch nicht alle freigeschaltet. Also man wird dann halt später noch mehr Sachen freischalten. So, dann haben wir die Trophäen. Da haben wir natürlich noch keine, weil wir noch nichts geleistet haben. Genau, und das hier ist PvP-Schaden. Darf man nicht, ja, nicht verwechseln. Damit schaltet man ein, dass man Schaden von anderen Spielern nimmt. Das heißt, wenn man es selber eingeschaltet hat, der Gegner aber nicht,
dann ja, macht er euch Schaden, aber ihr eben nicht. So. Ich finde die Mechanik ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Das Gute ist nämlich, dass man weniger... also die Möglichkeit dann von irgendjemandem einfach umgehauen zu werden, ist unmöglich, ne? Ja, ja, geh weg. Grüß dich, Gräuling. Das sind die ersten Gegner. Später werden wir natürlich noch viele andere großartige Viecher treffen. So, okay. Also, ich bin ehrlich zu euch. Ich finde, dass wir das hier, gleich hier auf Grasland haben, gleich am Wasser haben, ist perfekt. Also ich kann verstehen, warum die sagen, dass diese Map richtig cool ist. Ich bin nämlich am Überlegen, ob wir uns tatsächlich hier ansiedeln. Dass wir das eigentlich so mit ins Dorf einbauen. Wisst ihr, was ich meine? So, hier hätten wir dann später noch Stein. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, oh, da hinten ist eine Insel. Also ich habe mich hier noch nie umgeschaut. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe wirklich nur geguckt, welche Seeds gut sind und habe mal die Beschreibung der Seeds durchgelesen. Und da stand, dass hier alle 5 Biome und 5 Bosse relativ einfach erreichbar sind. Und ja, dem habe ich vertraut. Von daher würde ich tatsächlich sagen, wir bleiben einfach hier. Wir können das hier ja zu unserem... na, Mittelpunkt weiß ich nicht. Nein, Mittelpunkt nicht, aber wir können das hier so mit dran machen. Wisst ihr, was ich meine? Schön die Beeren mitnehmen. So. Wir können das nämlich so machen, dass wir dann von hier aus so einen Weg zu unserem Dorf machen. Und dass man dann dahin gehen kann, um dort zu beten. Ne? Weil das ist ja nichts anderes als das, also beten. Das sind die Gottheiten, die wir besiegen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sind das die Gottheiten, die wir besiegen. Ich habe das Tutorial übrigens nicht wirklich gelesen. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der Fan bin von Tutorials lesen. Ich bin da mehr so Irinda. Wir machen einfach mal. So. Es kommt nach und nach immer die ganzen Rezepte, umso mehr man Sachen einsammelt. Es sind einige Sachen sind sinnvoller, andere wiederum nicht. Fragt mich nicht. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan, ja, auch schwimmen muss man skillen. Und es verbraucht Ausdauer. Also, jetzt schwimmen wir noch nicht. Man kann die ganze Welt anpassen. Also, ich finde das Spiel so geil. Also, ich denke mal, die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon kennen. Es ist ja, es hat ja einen übelsten Hype erlebt. Es hatte jetzt irgendwie 5 Millionen Verkäufe. Wir haben das, also wir waren bei der ersten Million dabei. Sag ich es mal so. Wir haben es ziemlich schnell, weil mein Bruder hat sich das angeschaut und hat gesagt, boah, das ist so geil. Und dann haben wir es uns auch geholt. Und haben auch gesagt, oh, das ist so geil. Dann hat man ja eigentlich nur noch gelesen, wie sie verkauft haben. So. Okay. Wir gucken uns hier mal um. Wir gehen nicht mal zu weit davon weg, weil wie gesagt, ich will ja auf jeden Fall hier in der Nähe bauen. Und wir brauchen da auf jeden Fall Holz für. So, Stein brauchen wir auch. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, hier. Hier, das. Hier werden wir es tun. Und zwar, man kann später alles begradigen. Das werden wir dann auch später tun. Und wir können hier so unsere Stadt hinmachen. Und das hier ist einfach direkt nebenan. Das ist super. Das ist wirklich super. So, wir können jetzt aber im Inventar, glaube ich, nichts bauen. Doch, genau, den Hammer. Und mit dem Hammer können wir dann schon die erste Werkbank bauen. Und mit der Werkbank geht es dann auch ein bisschen los, nicht? So, Fackel. Werde ich nicht machen. Haben wir ja eine. So, nein. Na komm her. Hau vor mir wegzurennen. Ach, seht ihr, Essen. Ja, Essen ist nichts, was man grundsätzlich haben muss. Aber es ist eine riesige Hilfe und eigentlich muss man es haben.
Weil das ist halt mehr oder weniger so auch, ja, wie soll ich sagen, nochmal so ein Boost. Zack, zack, ihr seht, das Leben geht hoch und die Ausdauer geht hoch. Also das ist perfekt für Ausdauer und Leben. Und man kann insgesamt drei verschiedene Essen zur gleichen Zeit, also so gesehen Buffs haben. Und auf der Nahrung steht dann auch immer mit dabei. Hier Gesundheit plus 10 und Ausdauer plus 20. Und das hält 600 Sekunden lang und 1 HP pro Tick. Umso besser die Nahrung ist, umso besser ist das alles. Okay? Und wie ihr seht, es steigt jetzt auch hier unsere Lebensbalken. Unser Lebensbalken steigt jetzt hoch bis zu dem Punkt, wo wir das, ne, die Himbeeren und die Pilze, bis das erreicht ist. Bis das Maximale erreicht ist. So. Und umso besser das Essen ist, also später kriegt man dann natürlich besseres Essen. Und ja. So. Wir werden uns auch früher oder später dann noch so einen schönen Hirsch snacken. Ja, was gibt es am Anfang noch zu beachten? Am Anfang gibt es auf jeden Fall noch zu beachten, Bäume tun weh. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Bäume fällt, dass die nicht auf einen drauf fallen, denn die machen Schaden. Und das Geilste an der ganzen Sache ist, die machen sich auch selber Schaden. Das heißt, man hat tatsächlich die Möglichkeit, irgendwie so einen Baum zu nehmen, den ganz hinten zu fällen und wenn er dann runterrollt, dann erschlägt er gerne mal Bäume, Gebäude, andere, also Tiere. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Vor allem, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt. Dann sollte man immer schon schreien, Baum fällt. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich bin begeistert von dem Spiel. Spitzhacke haben wir am Anfang nicht, das heißt, wir können die ganzen Steine können wir nicht wegmachen. Da kommen wir später zu. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, weil das schon so meiner Meinung nach zu der Geschichte gehört. Von daher belassen wir das erstmal so dabei, dass wir jetzt erstmal keine Sachen abbauen können, okay? So. Aber ich denke mal, wir werden gut vorankommen. Schade, schade. Ich wollte den Raben erwischen. Ein bisschen verzwickt ist es jetzt. Wir brauchen eine Werkbank, um Sachen, also weiterführende Sachen herstellen zu können. Und sobald wir die dann haben, muss sie halt in einem Gebäude sein. Und dann muss man halt gucken, wie man den Boden auslegt und so. Das sind halt noch so Kniffe. Aber im Endeffekt verstellt man dann die Bank. Ende. Was ich auch lustig finde, ist, dass man den Boden, wenn man, also man stellt zum Beispiel eine Werkbank hin und baut dann Boden hin, aber keine Decke. Dann ist der Boden nicht geschützt. Das heißt, wenn es regnet, dann regnet es auf den Boden und der Boden geht kaputt. Und das finde ich schon geil. Also nur das Dach geht dann halt nicht so kaputt. So. Also, wir wollten mit dem Hammer eine Werkbank bauen. So. Ja, hier wird so das Dorf sein. Weil ich will auf jeden Fall dann auch einen Hafen so dahin haben. Oh, wir können schon. Können wir schon? Ja, nice. Ah, jetzt lieber noch nicht. Nee. Nee, jetzt lieber noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal uns ein kleines Gebäude. Kann ich das hier drunter machen? So. Können wir ja auch so machen. Das funktioniert ja. Zack. Wichtig ist auch. Dann kommt Snap dran. Also snappt auf jeden Fall auch eigentlich dran. Ach so, ja, natürlich. Dann machen wir das halt so. Das. Ich habe mir das schon auf so einer. Also das Zerstören. Habe ich schon auf so einer extra Taste liegen. Ich weiß ja, wie ich so baue. Und man muss auch aufpassen. Physik ist hier auch vertreten. Sei gegrüßt, Krieger. Ja, grüß dich. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir interagieren. So. Wir gucken erstmal. Wir bauen jetzt erstmal so ein kleines Kapuff. Ja.
Beim Bauen muss man halt auch wirklich aufpassen. Ihr habt jetzt zum Beispiel gesehen, dass das eine grün aufgeleuchtet ist. Da. Das hier. Das Blau heißt, dass es auf dem Boden anliegt. Und das Grün heißt, dass es schwebt. Okay? Und dadurch, dass es schwebt, ist natürlich ein kleines Problemchen. Denn wenn ich da jetzt zu viel drauf stelle, dann kann es sein, dann wird es gelb. Und wenn es rot wird, kann es Bruch machen. Und ich glaube, es macht sogar dann gleich schon Bruch. Dann ist es weg. Dann hast du Pech gehabt. So. Nee, ist noch zu klein fürs erste Kapuff, ne? Ich werde gleich noch was machen. Und zwar einen Platz fürs Lagerfeuerchen. Können wir die Harke schon herstellen? Möbel? Nee, wir können tatsächlich die Harke noch nicht herstellen. Schade. Wir könnten eine Kiste hinbauen. Die uns aber nicht viel bringt. Toll, jetzt haben wir eine Kiste. So, wo wollen wir den Eingang machen? Ich würde tatsächlich sagen, dass wir hier so den Eingang machen. So hier rein. Schaut mir zu Hause. Und dann machen wir hier so das Bett hin. So dahin. Oder? Ja. Okay. Also, hier kommt die Tür hin. Gehst nicht auf. Böse Tür. Nein. Ich weiß, warum die nicht aufgeht. Dafür müsste ich sie öffnen. Okay. Sollst. Genau. Snap hier an. Also manchmal. Ganz ehrlich, Bausystem finde ich geil. Fehlende Voraussetzungen. Wisst ihr, was wir uns wirklich damit sagen wollen? Wir haben kein Holz mehr. Ach so, ja, stimmt. Ich muss ja ein Dach drüber bauen, damit ich es benutzen kann. Und wisst ihr, was das heißt? Wir können die Axt nicht reparieren, bevor wir da nicht ein Dach drüber gebaut haben. Das heißt, das war jetzt doof. Das Gute ist aber, ich kann die ganzen Sachen hier wieder abreißen. Upsi, nicht kaputt treten. Und es da hinten hinbauen. Ich könnte jetzt natürlich auch 125.000 Sachen bauen. So. Wenn gleich erstmal die Werkbank hier so hinstellen. Hätte ich doch die Wände wieder lassen können. Ja. Keine Werkbank. So. Stimmt. Und ich glaube, daran kann ich dann auch das Tool herstellen zum Begradigen. Von daher können wir jetzt gleich erstmal gucken, dass wir was bauen. Och, lass mich in Ruhe. Moment, ich spreche ihn mal, ich spreche ihn mal an. Damit es mich in Ruhe lässt. Ja, tschüss. Dankeschön. Jetzt kannst du gehen. Danke für deine Hilfe. Ich bin dir unendlich dankbar. Ich werde dir für den Rest meines Lebens, das erzähle ich ihm nur, dankbar sein. So. Wir werden das alles noch komplett umbauen. Ja, also wundert euch nicht. Das wird alles komplett umgebaut. Später. Ich will keine neue Axt craften. Natürlich könnte ich das machen, aber dann habe ich 50.000 extra rumliegen. Für was? Richtig. Du sollst den Stock hauen und nicht die Buche. Naja. Wenn es dir gefällt. So, seht ihr, es hat geblinkt. Und das war so ein Zeichen, okay, du hast es verdaut. Verdaut sich halt auch sehr schnell, so dieses Anfangsessen. Ihr könnt mich sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Ob ich auf jeden Fall weitermachen soll. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich mache und wie ich das alles mache. Und, das war alles, was ich sagen wollte. So. Okay. Wie gesagt, wir machen am Anfang, machen wir jetzt erstmal so ein kleines Haus. Wir können es später noch komplett abreißen und alles neu bauen. Das kann ich ja dann im Speedbuild machen. Jetzt machen wir es erstmal, dass wir überhaupt was haben. So. Zack.
komm schon. Und zack. Nein, so rum. Ich lasse die Tür hier oben gerne frei. Es ist so ein Ding, okay? So. Zack. Komm schon. Snap. Snap. Ja, sehr schön. Und hier oben können wir das wieder hinmachen. So. Und das machen wir dann ganz oben hin. Das ist egal, wie rum man es macht. Okay. Komm schon. Du Schnipp. Ja, sehr nice. So. Ich weiß nicht, warum ich das hier gerne freilasse, aber ich lasse das gerne frei. Es ist so... Ja. Okay, jetzt haben wir nicht genug Platz für das Dach. Wir müssen jetzt mal ein Dach machen, damit wir die Sachen begradigen, Königin. Mhm. Na gut, dann sprechen wir wieder mit dir. Hallo. Ja, ja. Ich hab das schon gefunden. Danke dir. Dir. Wir müssen noch langsam dann gleich ein Bett machen. Weil gleich kommt die Nacht. Und in der Nacht sind vermehrt Monster da. Von daher sollten wir jetzt nicht so rumlaufen. Ich weiß übrigens auch noch nicht, ob ich 20 Minuten Folgen mache oder 30 Minuten Folgen. Das kommt drauf an, wie ich die Zeit haben werde. Dadurch, dass ich ja dann teilweise Sachen im Speedbuild mache oder ohne die Aufnahme farme, wird das ja alles nochmal ein bisschen zeitintensiver, sagen wir es so. Aber man braucht halt wirklich viele Ressourcen und dadurch dauert es dann halt auch. So. Also, es wird jetzt dunkel. Ich will nicht. Ach so, ja, ich habe ja gesagt, wir müssen hier noch dann was freilassen. Machen wir hier hin, oder? Da hinten kommt das Bett hin. Hier hin. Machen wir hier hinten hin. So. Stein. Wir haben nicht genug Stein. Oh nein. Das hat sich gereimt. Wir haben nicht genug Stein. Oh nein. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Stein oder so. Und dann hätten wir es. Gut. Aber das Stein will nicht. Ach komm. Oh wow. Ich sehe den nicht. Durch das. Wie viele haben wir jetzt? Hä? Hä? Wieso haben wir nur einen? Wir haben nur... Ah, wir haben ja Sachen hergestellt. Hm, wir haben ja die Axt hergestellt. Ja. Da war was. Wir haben die Axt hergestellt. Jetzt müssen wir hier im Dunkeln rumlaufen. Gab ne. Da ist er ordentlich zugetreten. Bum, bum. Du bist aber auch ein Trampelieschen. Warum hat er das kurz geleckt? So, haben wir? Da, vier. Ich habe nicht mitgezählt, falls ihr euch wundert, warum ich frage. So. Jutti. Jetzt können wir ein Lagerfeuer machen. Das kommt... Hallo? Du fängst an zu frieren. Ja, das habe ich mitbekommen. Danke für die Info. So, dann wollten wir ein Bett bauen. Und eine Kiste. Naja, gut, haben wir jetzt nicht mehr. Okay. Wir können jetzt gar nichts mehr machen, ne? Ah doch, Dach geht noch. Dach geht noch. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, dass das Dach noch geht. Zack. So. Wir werden übrigens dann auch ein bisschen schöner und so weiter bauen. Das werden wir dann später noch sehen und machen. Okay? Wir werden dann richtig nices Zeug bauen. Hoffentlich. So, jetzt ist es wichtig. Kann ich... Hat noch nicht genug Schutz. Schade. Ich hätte mir erhofft, dass das schon genug ist.
Also ein Bett hab ich. Ich weiß aber gar nicht. Ich glaube, ich könnte aber. Ich hoffe, ich kann schon drin schlafen. Dann machen wir das so. Zack. Komm schon, mach zu. Es fehlen die Voraussetzungen. Ich möchte das nicht. Vogel, ich möchte das nicht. Kannst du bitte von meinem Bett runtergehen? Mein Bett benötigt ein Dach. Du benötigst ein Dach. Mann. Alles geht schief, Leute. Fast kein Holz. Ja, das ist schon immer mein Problem gewesen, dass ich kein Holz habe. Ja, aller Anfang ist schwer. Wir müssen jetzt erstmal hier durchboxen. Ich habe lustigerweise das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, wusste ich gar nicht, dass ich schlafen gehen kann. Ach. Ich bin einfach wild rumgelaufen, so die erste Nacht. Und habe halt einfach komplett durchgefarmt. Ich habe mir irgendwie 50 verschiedene Äxte gebastelt, weil ich mir immer so dachte, so, oh, boah, du kannst das nicht reparieren. Ich habe auch irgendwie am Anfang nicht gerallt, dass ich ein Haus bauen muss für die Werkbank. Also klar, die Werkbank hat halt immer gesagt, so von wegen, ich baue ein Dach. Aber ich war dann so, ja, dann bau dir eins. Es sind viele Missverständnisse entstanden. Das möchte ich hier wollte ich sagen. So. Aufpassen, nicht ins Feuer laufen. Ich meine, nicht als wäre das schon mal passiert. Ja, ich glaube, ich mache das so. Dann ist es noch besser geschützt. Jetzt musst du aber kommen. Nice. So, jetzt können wir nämlich reparieren. Das Schöne ist, dass das Reparieren nichts kostet. Wir brauchen Steine. Okay. Aber das Gute ist, jetzt, wo die Axt wieder funktioniert, können wir hier mal, ne? Ja, der Baum, der hier steht, den müssen wir leider auch wegkloppen. Ich hoffe tatsächlich nicht, dass der auf unser Haus fällt. Weil das Problem ist, du kannst die Fallrichtung nicht bestimmen. Es ist vollkommen egal, wo du stehst, der Baum kann auch auf dich drauffallen. Oh nein, tu es nicht. Achso, der hängt jetzt einfach in der Luft. Super. Also nicht in der Luft, aber ihr seht, der ist auf einen anderen Baum gefallen. Ohne den kaputt zu machen. Okay. Oh, Essen geht aus. Nein, wir haben keine Beeren mehr. Gut, müssen wir aber bei Tagesanbruch gucken. Dass wir uns generell mal hier ein bisschen umschauen. Ich finde die Stelle echt geil. Bin ich ehrlich. Also ich habe jetzt schon einige Spielstände durchgeschaut. Ich hatte. Seht ihr, das meine ich. Jetzt hat es reagiert, ne? Eins mit dem anderen. Na komm doch her. Du fängst an zu frieren. Nein, lass mein Bett in Ruhe. Na komm her. Komm her. Ja, das mit der Ausdauer. Ich weiß. Ich versuche darauf zu achten. Aber ich bin ehrlich zu euch. Ich bin teilweise einfach dann so in dem Moment drinne, dass ich da auf diesen gelben Balken da unten gar nicht achte. Was nicht gut ist. So. Jetzt haben wir hier Holz. Sehr schön. Ja, jetzt läuft das mit dem Holz. Und das Skillen ist halt auch immer so eine. So eine coole Sache, dass das so zwischendurch passiert. So, jetzt repariere. Ich wollte das Bett reparieren. Okay, jetzt bauen wir noch die andere Seite. Damit wir drinnen auch schlafen können. Zack. Na komm. Habe ich das irgendwie schief gebaut? Aber ich kann es gar nicht sehen, weil es dunkel ist. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht schlafen. Ein Dach? Könntest was zu essen vertragen? Naja, ich weiß. Es ist nicht immer so einfach, nicht? So. Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt so ein erstmal vorläufiges Dach bauen, damit wir hier drin schlafen können. Man muss nicht mal zumachen. Es ist einfach nur wichtig, dass wir ein Dach haben. Das ist alles, was zählt. Nein, du kommst weg. Du bist falsch. Du kommst hin. Genau. Komm, snap an. Du willst es doch auch. Und du willst es auch.
Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Das sieht nicht richtig aus. Seht ihr es? Das heißt, das hier ist falsch. Moment. Hilfst du bitte? Das ist alles falsch. Mist. Du, da. Seht ihr, das ist rot gewesen. Eigentlich nicht gut. So. Das war nämlich vorher irgendwie falsch, aber jetzt, jetzt passt es. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch das Dach bauen. Und dann können wir wieder da drinnen schlafen. Ja, das mit dem Dach, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ist mir schon ein paar Mal passiert, dass das alles einfach zusammengekracht ist. Ist ein bisschen unschön, um ehrlich zu sein. Man muss da halt immer aufpassen. So, seht ihr, ruhend. Das heißt, es ist schon mal gut. Der richtige Weg. Zack. Und dann... Oh, das ist falsch. Du siehst doch, wie das Dach hier ist. Wieso hältst du dich nicht daran? Hä? Moment. Was? Wieso? Okay. Moment. Moment. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, was hier passiert. Also man kann auch eine Leiter bauen und mit der das Dach dann bauen. Aber irgendwie... So, guckst du immer noch... Hä? Das kommt drüber. Wieso? Habe ich das hier falsch gebaut? Nee, das ist doch richtig dran. Hier passieren komische Sachen, Leute. Warum? Verstehe ich nicht. Nee, seht ihr? Das ist hier auch. Das guckt drüben. Okay, wir gehen jetzt erstmal schlafen, damit Tag ist. Und dann sehen wir uns im neuen Tag wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.